Aujourd'hui, nous avons d'un côté un pissenlit, de l'autre un pneu de voiture. Une jolie petite œuvre de la nature et une production industrielle en caoutchouc. C'est quoi le rapport ? Derrière ce pot se cache Nicole Van Denen. Elle est docteure à l'Institut de biotechnologie des plantes de l'Université de Münster, en Allemagne. Bonjour Nicole. Allô. Ici, vous étudiez les pissenlits, une plante que les jardiniers du dimanche trouvent un peu envahissante. Ja, das stimmt. Löwenzahn ist eher so ein Gewächs, was nicht so beliebt ist in deutschen Vorgärten. Aber für uns ist die Pflanze tatsächlich sehr spannend, weil sie in ihrem weißen Milchsaft, den man so kennt, also den sogenannten Latex, da produziert die Pflanze viele spannende Stoffe. Und es gibt halt eine bestimmte Löwenzahnart, den russischen Löwenzahn, der produziert in diesem weißen Milchsaft auch ein Biopolymer, nämlich Naturkautschuk. Le caoutchouc naturel vient traditionnellement des arbres à caoutchouc tropicaux d'Asie du Sud-Est. Ils sont cultivés dans d'immenses plantations, pas très respectueuses de l'environnement. On l'utilise pour fabriquer des gants en latex, des gommes, des tétines, des préservatifs et surtout des pneus. Comme la demande augmente, la culture s'intensifie et c'est le climat qui trinque. Le pissenlit serait-il la solution ? Ja, wir wollen eben eine Alternative schaffen zum tropischen Kautschukbaum, was eben so die einzige kommerzielle Quelle ist für Naturkautschuk. Und da ist natürlich der Löwenzahn sehr gut geeignet, weil er eben eine Pflanze ist, die im Prinzip überall wächst. Sie ist sehr robust, wächst sehr schnell. Man kann sie eben schnell ernten. Ja, und deswegen ist Löwenzahn eben eine gute Alternative, um eben aus dieser Pflanze auch Kautschuk zu extrahieren. Nicole, vous avez évoqué le pissenlit russe. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Also hier ist so ein typisches Exemplar von einem russischen Löwenzahn. Das ist eben auch so der Unterschied, dass er von der Wuchsform ganz anders ist. Also er hat insgesamt ist er kleiner, hat dickere Blätter im Vergleich so zum Einheimischen, den wir halt so kennen. Der hat eben eine viel größere Wuchsform. Unterschiedlich ist eben auch so die Wurzelbildung, Wurzelmorphologie. Und da versuchen wir halt auch den Löwenzahn so weit zu optimieren, dass er natürlich eine besonders große Wurzel hat. Denn in der Wurzel vor allem sind eben diese Milchzellen drin, also diese Latexröhren, wo der Naturkautschuk gebildet wird. Mais pour mettre au point cette sorte de super pissenlit, il faut jouer avec la génétique, non? Genau, es ist natürlich so, dass wir auch so diese Werkzeuge der modernen Gentechnologie nutzen. Also die genannten Genscheren, um eben Gene auszuschalten, zu verändern. Das machen wir hauptsächlich hier vor Ort im Labor. Wir generieren transgene Pflanzen und verändern Gene, um eben zu verstehen, wie funktioniert das System. Wenn wir bestimmte Gene ausschalten, was kann die Pflanze dann noch, was kann sie nicht? Aber es ist so, dass die Europäische Union im letzten Jahr eben auch entschieden hat, dass Pflanzen, die mit diesen neuartigen Methoden hergestellt werden, dass sie immer noch als transgene Organismen einzuordnen sind. Und dementsprechend können wir sie eben nicht auf Feldversuchen nutzen und wir können sie eben nicht in die Natur bringen. Und da wir eben natürlich auf großen Feldflächen unseren Löwenzahn anbauen, müssen wir da eben weiterhin mit Wildtypmaterial arbeiten, den wir dann über klassische Züchtungen optimieren. Il vous faudrait un plus grand terrain de jeu, en somme. Das würden wir uns manchmal wünschen, weil natürlich mit klassischer Züchtung es einfach sehr viel länger dauert. Et vous n'avez pas peur de créer un pissenlit tueur? Nein, da hätte ich keine Angst vor, weil das eben so der Vorteil ist auch von den neuen Methoden, die man da entwickelt hat, dass man eben sehr gezielt die Dinge verändern will in die Richtung, die man gehen möchte. Comment ça se passe en culture classique? Ja, es ist im Prinzip ein relativ simpler Vorgang. Man guckt sich verschiedene Pflanzen an, schaut sich die Eigenschaften an und versucht, die Eigenschaften zu kombinieren. Und das macht man im Prinzip dadurch, dass man die Pflanzen miteinander kreuzt, das Saatgut erntet, sich die Nachkommen anschaut und dann über mehrere Generationen so eine Pflanze optimiert. Donc, croiser deux espèces, ça veut juste dire les mettre ensemble? Ja, in dem Fall schon. Soll ich das mal vormachen? Une fois que vous avez votre super pissenlit, comment faites-vous pour extraire le caoutchouc ? Man hat da Extraktionsanlagen, wo dann Stahlkugeln drin sind und die Wurzeln sind im Wasser. Ja, man vermischt das quasi kräftig und durch eben diese Reibungseffekte
Mit den Stahlkugeln wird dadurch der Kautschuk extrahiert und kommt aus den Zellen raus und verklebt dann direkt. Und dadurch erhält man dann diesen Rohkautschuk aus den kompletten Wurzeln. Alors, dans combien de temps pensez-vous qu'on pourra rouler avec des pneus en pissenlit? Ja, ich glaube, so lange wird es gar nicht mehr dauern. Also es ist immer so eine Prognose, dass so in 5 bis 10 Jahren so die ersten Autos mit den Reifen rumfahren können. Erste Prototypen von den Reifen gibt es schon und sie wurden auch getestet. Und man hat eben auch gesehen, was ja auch das Wichtige ist, dass sie eben in der Qualität auch genauso gut sind wie Reifen, die aus dem tropischen Kautschukbaum gemacht werden. Et pour 4 pneus de voiture, il faut l'équivalent d'une place de parking couverte de pissenlit. Ja. Entre nous, Nicole, est-ce que les pissenlits possèdent d'autres super pouvoirs? Ich glaube, ich habe euch schon ganz schön viel verraten.